Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Heute zeige ich euch, wie ihr innerhalb von 5 Minuten Lugia finden könnt. Wichtig dabei zu wissen ist, dass ihr sowohl Whirlpool als auch Surfer benötigt. Und Blitz zu haben ist auf jeden Fall im Vorteil, sonst sieht man nämlich gar nicht, wo man hingeht. Und ich empfehle euch, ganz viel Hyperball zu kaufen. Habe ich jetzt meine aus Ebenholz City. Ich befinde mich hier gerade in Oliviana City und wir wollen nach unten, Route 40, runter zu den Strudelinseln. Dort befindet sich nämlich Lugia. Dafür werde ich nämlich mein Gyarados benutzen mit sowohl Surfer als auch Whirlpool. Und ich habe mein Clefancer hier, was nicht mehr zu Schneider kann, was wir nicht brauchen, sondern auch Blitz. So, und ich zeige euch, was ihr dafür tun müsst. Von hier aus einfach, wie gesagt, nach links. Und dann müssen wir hier runter surfen. Ich versuche jetzt mal, so gut es geht, allem aus dem Weg zu gehen, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den schon alle besiegt habe und ich will jetzt nicht herausfinden. Ein Vorteil kann natürlich auch Schutz sein, aber das ist euch überlassen. Und... okay, da muss ich jetzt aufpassen. Okay. Gut. Okay. Das soll natürlich nicht passieren. Wie gesagt, ich bin auch kein, krasser Spieler, der allem ausweichen kann. Okay, auf jeden Fall schwimmt ihr nach unten und findet hier diesen Whirlpool. Hier setzt ihr dann Whirlpool ein. Dann verschwindet er. Und dann schwimmt er hier außen rum. So, hier müssen wir ganz kurz nochmal Surfer einsetzen. Und ich bin extra außen rum gegangen, wie ihr könnt sehen. Hier unten gibt's nichts, da könnt ihr nicht lang. So, nun hier angelangt. Seht ihr schon, man braucht hier Blitz, sonst kann man hier gar nichts erkennen. Deshalb setze ich jetzt hier mal Blitz ein. So. Und jetzt am besten einfach nur den Weg lang gehen, den ich lang gehe. Hier lang? Naja, doch, das war oben. Zack. Und dann... ich glaube, Kaskade ist nicht benötigt. Ich glaube, nur wenn man hier alles finden möchte, ist Kaskade benötigt. Aber ansonsten, wenn man nur Lugia finden möchte, dann brauchst du es nicht. Ach ja, was ich vergessen habe zu sagen. Ich kann das natürlich nicht machen, wenn ihr die Silberflügel nicht habt. Ihr braucht natürlich die Silberflügel, sonst spawnt das Ding erst recht nicht. So, hier gibt es noch ein Item, falls man Bock hat. Ein Top-Beleber, gutes Item, nehme ich mal mit. So, und dann müsst ihr hier runter surfen. Da unten müsste nämlich ein Wasserfall sein. Und man kann einen Wasserfall runter, ohne Kaskade einzusetzen. Leider kommt mitten im Wasserfall ein wildes Pokémon, ne? So viel Glück habe auch nur ich. Kennt man. So, ich drücke gar nichts, er geht automatisch nach unten. So, ihr seid schon direkt da. Das hier ist der Ort, wo Lugia sich befindet. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Hier ist es. Da ist Lugia. Sehr unspektakulär, aber ist halt so. Und was wir jetzt noch machen werden, wie gesagt, innerhalb von 5 Minuten haben wir es gefunden. Und was wir jetzt noch machen werden, ist es zu fangen. Das heißt, die Rest der Folge ist es einfach nur, wie ich es versuche zu fangen. Da habe ich nämlich vorher nochmal abgespeichert. Vielleicht nämlich schon resetten. So, jetzt können wir schön Donnerschlag einsetzen. Ich hoffe, ich one-hit es nicht. Denn das Lugia ist nämlich Typ Flug Psycho. Warum auch immer es nicht Wasser ist, frage ich mich bis heute. Warum Psycho und nicht Wasser? Aber okay. Wegen Flug ist Elektro ja sehr effektiv. Hätte es noch den Typ Wasser, dann wäre es doppelt und dreifach effektiv. Okay, nice. Schon direkt im roten Bereich. So soll das aussehen. Ja, man hat auch theoretischen Meisterball, aber ist euch überlassen, ob ihr den bei Lugia einsetzen wollt oder nicht. Also wenn ihr ihn unbedingt einsetzen wollt, dann würde ich euch sagen, würde ich euch empfehlen bei Lugia. Aber ihr seht schon, ein Hyperball könnte auch funktionieren. Einmal hat es gewackelt, leider muss es dreimal wackeln. Oder viermal, ja, wie auch immer. Eins, zwei. Okay, das waren schon mal zweimal. Ah, leider kann es aber Genesung. Das habe ich natürlich gewusst. Wusste ich natürlich alles. Habe ich alles noch im Kopf gehabt, weil ich das Spiel auch schon 20 Mal durchgespielt habe. Mhm. Ja, da sprühe ich jetzt ein bisschen vor. Das ist jetzt langweilig, wie ich die ganze gleiche Attacke einsetze.
Okay, perfekt. Okay, Bodyguard schwindet. Juckt eigentlich nicht. Aber gut zu wissen. Nicht ein Wackler. Nicht ein Wackler. Ja, da kommt er mit seinem Bodyguard. Aber ist Miracle. Ich kann leider nicht mehr Hyperbälle leisten. Aber ihr seht auch schon, nicht die Quantität ist wichtig, sondern die Qualität. Ne? Bitte, Lugia, bleib jetzt drin. Sonst macht mein Satz absolut keinen Sinn. Oh Gott. Wir werden sehen, wie lange ich brauche. Ich könnte es auch theoretisch direkt cutten. Aber vielleicht will man es ja live sehen, wie lange ich brauche, um es zu fangen. Ja. Luftstoß. Na, ganz ehrlich, wenn ein Amphi down geht, ist es nicht so schlimm. Da achte ich jetzt einfach nicht drauf. Ich spamme jetzt die ganze Zeit die letzten noch 10 Hyperbälle, dann schmeiße ich Superbälle, wenn die alle leer sind. Wirklich alle leer sind. Dann schmeiße ich den Meisterball. Oder ich resette, je nachdem. Weil eigentlich muss man ja nicht unbedingt immer alles mit einem Meisterball fangen. Hier könnte man sich zum Beispiel auch aufspannen für einen Shiny. Man weiß ja nie, vielleicht findet man irgendwo im Wilden einfach einen Shiny. Vielleicht hat man da so viel Glück. Ich nicht, aber man weiß ja nie. Na gut. Theoretisch kann ich Lugia einfach mit dem Meisterball fangen. Ich meine, was will ich sonst mit dem Meisterball noch anfangen? Ich wüsste jetzt nichts. Ah, als ob das nicht gereicht hat. Ja, komm, egal. Wir haben's! Yeah! Guck mal, gar nicht mal so lange gedauert. Ich habe irgendwie 5 Minuten gebraucht mit Vorspulen, also es ist auf jeden Fall möglich. Ich musste zwar ein, zwei Mal resetten, aber habt ihr gesehen, es ist möglich ohne Meisterball. Lugia, man berichtet, es sei der Wächter der Meere und man habe es im Herzen eines tosenden Sturmes gesehen. So, ich weiß, es war eine kurze Let's Play-Folge, aber ich wollte diese Folge einfach mal so als Tutorial widmen, damit auch jeder weiß, wie man Lugia bekommen kann. So, und wenn ihr Bock habt, könnt ihr nun auch die ganze Höhle erkunden. Ich würde euch aber empfehlen, Kaskade mitzubringen für die Höhle. Und wenn ihr einfach raus wollt, sagen wir es mal so. Ich bin jemand, ich bin ziemlich faul. Ich habe keine Lust, den Ausgang zu finden. Was ich einfach immer mache, ist einen, ja, gut, einen Fluchtsensor zu benutzen. Aber da ich keins habe, muss ich wohl leider den Ausgang zeigen. Okay, dann suchen wir zusammen den Ausgang. Der müsste direkt hier sein. Soweit ich weiß, müsste der hier sein. Zack. Zack. Und hier ist er. Nicht. Noch nicht. Hier ist noch ein... Ah, hier ist ein Fluchtseil. Ah, ich wollte gerade sagen, ich bin hier immer mit dem Fluchtseil rausgegangen. Also hier einfach lang gehen, dann findet ihr ein Fluchtseil. Löscht einfach irgendein Item, was ihr gerade nicht mehr braucht oder so. So, wenn ihr einen Platz geschaffen habt, nehmt einfach dieses Fluchtseil und das macht es euch einfach viel einfacher. Sonst müsst ihr hier noch ein bisschen so durchsuchen, ganz ehrlich. Ich bin ja selber faul. Ich möchte euch jetzt nicht den Ausgang zeigen, denn ich möchte lieber ein Fluchtseil benutzen. Und das war's. Ihr seid wieder genau hier. Und wenn ihr im Funkmoment mit Fliegen habt, könnt ihr einfach sofort wieder fliegen. Oder ihr geht einfach exakt den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es hilfreich war, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn euch mein Kommentierstil irgendeiner Art und Weise gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch in der Zukunft, in den
zukünftigen oder auch den vergangenen Pokémon Silber Folgen dabei seid. Und dann sehen wir uns wieder. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.